Moinsen allerseits, hier ist Christian Hemmschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in schönen Hamburg und im ebenso schönen Murnau, wo schon ganz viel Schnee fällt. Wunderbar, geht bald los. Gibt ja auch die Lesung in Murnau am, muss ich mal gerade gucken. 30. November, nee, am 29. November, am Freitag, gibt es eine Lesung in Murnau. Könnt ihr finden auf meiner Website, kommt da gerne noch hin. Und ja, würde mich freuen. Ansonsten gilt weiterhin auch bis Sonntag, 1. Dezember, der Code Liebeship 20. Warum heißt das so? Weil es 20% auf fast all meine Kurse gibt auf liebeship.de. Nutzt sie, das ist wirklich die größte Aktion, die ich im ganzen Jahr mache. Und verpasst es nicht. So. Thema heute ist, meine Freundin hat eine innere Leere. Wenn ihr auch solche Videos machen, solche Fragen stellen wollt, könnt ihr über ein Formular auf liebeship.de machen. Bitte nicht Fragen schicken, so per Direct Message auf Facebook und Instagram. Die müssen, also klar, ich mache da manchmal diese Story-Aktion, das ist was anderes, aber ansonsten müssen die alle über die Website gehen. Gut. Hey Christian, ich wurde nach 5,5 Jahren von meiner Freundin verlassen. Ja, ich sage immer, Reisende soll man nicht aufhalten, kommt was Neues, Besseres. Wir haben bereits von Heiraten und allem drum und dran gesprochen. Freitag saßen wir mit der Familie zusammen und sie erzählte, dass sie langsam mal einen Antrag erwarten würde. Montag kam dann die Botschaft, dass es nicht mehr geht. Ich weiß gar nicht, also die E-Mails, die ich im Moment kriege, die sind so fucking krass, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich dazu sagen soll. Also ich würde dieser Frau keine, also ich meine, alle Menschen sind gleich und gleich viel wert, ne? Klar, jeder hat seine Themen. Ich würde dieser Frau keine Träne hinterherweinen. Das ist total. Ich muss mich ja immer ein bisschen zusammenreißen, aber sagen wir mal, eine sehr inkonsistente Kommunikation, die extrem viel Schmerzen sicherlich generiert auf deiner Seite und sehr heiß-kalt ist. Und sicherlich kommuniziert sie nicht ehrlich, weil es kann ja nicht sein, dass man nach 2 Tagen seine Meinung ändert. 3 Wochen später wollte sie mich zurück. Ja, das ist jetzt typische, wie heißt das hier? Blockierende Verführerin. Das kannst du abhaken. Das kann ich echt um Haus und Hof bringen, solche Beziehungen. Die machen so abhängig und süchtig. Pass auf dich auf. So, 3 Wochen später wollte sie mich zurück, nur am nächsten Tag zu sagen, dass es doch nicht geht. Also das einzig Schöne ist hier, dass es so dermaßen krass ist, dass man das Muster, denke ich, gut erkennbar ist. Man muss dazu sagen, sie ist, okay, jetzt kommt eine Latte an psychischen Pro oder psychisch-körperlichen Problemen, aber das ändert nichts an der Situation, dass es dich fertig macht hier. Also ja, dann soll sie halt Therapie gehen, aber wo sind deine Standards? Wo sind deine Dealbreaker? Nichtsdestotrotz habe ich versucht, mit der Sache abzuschließen. Ja, das hoffe ich doch. Nur um nach circa 4-wöchiger Funkstille eine Nachricht von ihr zu bekommen. Ja, es ist halt den Ablauf, den häufige Zuschauer meines Kanals, glaube ich, jetzt aus dem FF herbeten können, wie das weitergeht hier. Das ist, wie sie ist. Aber das passt nicht zu dir. Es macht dich fertig. Ja. Und hat mit Liebe im Übrigen nichts zu tun. Aber sowas von nichts. Gar nichts. Nichts. Es ist nur Tankstelle emotionale Abhängigkeit. Es ist einfach furchtbar, für dich zumindest. Anschließend schrieb sie mir den ganzen Tag, schickte mir Bilder von sich, keine Freizügigen, nicht mal das Mensch, und sagte, dass sie mich gerne sehen würde. Als ich ihr klar machte, dass ich nicht auf eine Freundschaft aus bin und auch ansonsten ziemlich abgeschlossen habe, willigte sie ein und meinte, dass ihr klar wäre, dass das keine Option ist, aber sie gerne mit mir reden würde. Ja, sie ist halt dein Arschengel und testet deine Grenzen. Und was sie im Grunde genommen jetzt hier sagt, ist, es ist mir scheißegal, was du denkst, ich will, dass es nach mir geht. Das sagt sie hier. Und da ist sie
Also du ziehst das an aus deinem Universum, weil du ein Thema mit Grenzen hast und vielleicht zu nett sein und Retterkomplex und vielleicht ein bisschen Co-Abhängigkeit, ziehst du diesen Menschen an. Das ist alles, was dazu zu sagen ist. Und da darfst du dich jetzt mit befassen und auf dich gucken. So, ne? So, also trafen wir uns und es lief darauf hinaus, dass sie wohl auf Freundschaft aus war. Oh. Ich glaube nicht, dass sie auf Freundschaft aus ist, aber gut. Da ich trotzdem wieder Hoffnung gesehen habe, ja, deswegen, also was ich ja immer sage, selbst wenn sie auf Freundschaft aus wäre, wenn ihr Single seid, also vielleicht vor allen Dingen als Mann und ihr eine Frau trefft, die ihr hot findet und die sagt euch, lasst uns Freunde bleiben, dann sagt ihr, ah, no way. Nein, 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 nicht mit mir. Das ist die einzige korrekte Antwort darauf. Oder sagt ihr nicht, um den anderen irgendwie unter Druck zu setzen, sondern dann sagt, nee, das ist nicht in Übereinstimmung mit meinen Standards, tut mir leid. Ja, ich treffe mich nur mit Frauen, vor allen Dingen, mit denen ich Beziehungen hatte und die ich hot finde, wenn da es nicht nur Freundschaft ist, so. Es sei denn natürlich, wie gesagt, du es ist auch in einer Beziehung, ihr könntet wirklich Freundschaft haben, aber es ist ja meilenweit davon entfernt. So, da ich trotzdem wieder Hoffnung gesehen habe und da ich zumindest fühle und dachte, das wurde auch von ihr so kommuniziert, dass sie da noch mehr als eine Freundschaft zwischen uns ist, ach, das ist alles, diese E-Mails, die wehtun beim Lesen, ey. Traf ich mich ein zweites Mal mit ihr. Das alles innerhalb von nicht mal einer Woche. Das Treffen verlief sehr locker. Sie sprach mit meinem damaligen Kosenamen an. Ja, so viel zum Thema Freundschaft. Und wir haben viel über unsere Beziehung und die Gründe geredet, die letztlich dazu führten, dass sie nicht mehr konnte. Ich sehe, das habe ich ja auch schon vor jenen Gesprächen getan, dass ich viel dazu beigetragen habe. Ja, ich frage mich, warum sie jetzt sich plötzlich trennt und dann kommt sie wieder zurück. Hört sich, bist du sicher, dass sie nicht jemand anders hatte, wo es nicht gelaufen ist zwischendurch vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sie sieht auch, dass ich mich bereits nach diesen 3 Monaten stark verändert habe und glaubt auch, dass wir es schaffen würden, meint aber durch ihre innere Leere, Emotionslosigkeit, wie auch immer, keine Nähe zulassen zu können. Leute, hört darauf, was andere sagen. Hört darauf, was andere sagen. Hört darauf, was andere sagen. Hört darauf. Glaubt nicht, das wäre nicht so. Ihr könnt sie retten oder. Da kann man nur sagen, danke für diese offene Aussage. Es tut mir total leid. Ich freue mich, wenn du einen Ort findest, wo du das bearbeiten kannst. Und dann können wir mal, weiß ich nicht. Irgendwann mal Käffchen trinken im Advent. Keine Ahnung. Also nicht im Advent dieses Jahres. trotzdem kommen immer wieder Sprüche aller, wenn wir wieder zusammen sind, dann XYZ, das nennt man Future Faking. Aber ich will dir jetzt auch keine Hoffnung machen. Also was man jetzt zugutehalten muss, also sie fährt zwar dieses wirklich schmerzhafte Heiß-Kalt-Schema, aber man kann ihr nicht sagen, dass sie dich groß anlügt. Ne? Du machst den Scheiß echt mit hier, ne? Nun ist seit circa einem Tag wieder Funkstille und ich werde sie auch nicht kontaktieren, will sie aber zurück. Warum willst du diese Frau zurück? Warum? Die soll sie erstmal sortieren. Also soll erstmal überlegen, was sie will. Aber ich denke, dass wir beide sehr reflektiert, reif und auch äußerlich anziehend sind. Uff. Also könnte es sein, dass vielleicht ihre äußerliche Attraktivität vielleicht dein Urteilsvermögen etwas benebelt? Was sie sicherlich ist. Und ob ihr beide so mega reflektiert seid, weiß ich jetzt nicht, aber hört sich für mich an wie Ausleben eines alten Musters an und nicht so unbedingt nach reflektierter Liebe, was keine Bewertung ist, nur zu gucken, wo steht ihr da wirklich, ne? Sie sieht das, so sagt sie zumindest auch so, nur dass sie eben in einer persönlichen Krise steckt. Ja, und nicht mit dir zusammen sein will. Lasst euch doch nicht so einlullen von diesem Gelaber, Mensch. Echt. Fakt ist, sie will nicht mit dir zusammen sein. Erzählt immer was von tiefer Verbindung und dass wir auf einem anderen Level miteinander reden, was ich auch so empfinde. Ja, aber sie will nicht mit dir zusammen sein.
Könnte man jetzt auch Gaslighting nennen, aber ich will jetzt kein Label zuweisen, aber nur diese Art zu kommunizieren ist vernebelnd. Trotzdem habe ich irgendwo den Eindruck, dass es teils leere Worte sind. Ja, könnte sein. Wenn man jemanden doch anscheinend nicht loslassen kann, von tiefer Verbindung redet und dass die Treffen ihr gut tun würden, warum ist man dann nicht bereit, mit ihm zusammen an der Beziehung zu arbeiten? Ja! Genau! Und auch den anderen mit seinen Problemen zu unterstützen. Ja! Vielleicht hast du Tipps, beziehungsweise kannst dann Senf dazu geben. Ja, ich denke, die Antwort ist klar. Also muss ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Also natürlich ist das so. Also völlig richtig. Alles andere ist verständliche Abhängigkeit, die du vielleicht von ihr hast, und verständliche Ego-Themen, weil sie wahrscheinlich heute aussieht. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder.